Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Ja, ihr seht es, wir sind wieder mal nicht im Sauerland, wir sind immer noch in Gründau Lieblos im Weber Original Store und wir haben uns gedacht, wenn wir mal hier sind und so einen ganzen Tag grillen, muss man auch Nachtisch grillen. Und da bot es sich an, ich habe bei uns im Laden von der Kundin ein Rezept bekommen für Waffeln. Wir haben ja auch schon vor kurzem noch Waffeln gemacht, aber hier eine Besonderheit, dieses Rezept nennt sich belgische Quarkwaffeln. Hier wird keine Milch eingearbeitet, sondern Quark eingearbeitet. Und dann hat sie mir noch einen speziellen Zucker mitgebracht. Den gibt es in Belgien, in Holland und wird nicht in den Teig, sondern auf den Teig auch benutzt. Parelschucker, Perlschucker, so kleine Kügelchen. Also nicht wie der deutsche Hagelzucker, sondern eher Puderzucker so in Kügelchenform. Wenn man da drauf beißt, zerplatzt das sofort und man hat dann einen Zuckergeschmack im Mund. Ihr merkt schon, wir machen heute Rezept Waffelteig Light. Wir haben natürlich selbstverständlich den 40%igen Quark gekauft, weil alles andere macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Ja, und wir brauchen dazu natürlich ein paar Zutaten. Und da haben wir als erstes, wie ich gerade angesprochen habe, unseren Quark. Dann haben wir 250 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, 5 Eier, 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver und, ja, wie gerade schon gesagt, eben diesen Quark. Ja, dazu ganz klassisch machen wir Kirschen mit, ein bisschen Vanillepuddingpulver angedickt. Alter Geheimtrick von meiner Oma. Bevor ihr die mit Stärke andickt, dickt die mit Vanillepuddingpulver an, gibt noch schönen Geschmack rein. Ja, und ich würde sagen, der Tim hatte ja die Idee mit den Waffeln. Dementsprechend kann auch jetzt der Tim an der KitchenAid mal loslegen. Ja, ich habe unseren Zucker schon mal hier in die Küchenmaschine gepackt und habe Butter geschmolzen und den gebe ich jetzt dazu und das Ganze schlage ich jetzt erstmal zusammen auf. Jetzt gebe ich unsere Eier dazu und lasse das Ganze auch erstmal unterheben. Jetzt langsam Mehl und Backpulver dazu. Und wenn dann das Mehl hinzugegeben ist, gebe ich unseren Quark dazu und rühre den auch noch ein. Und dann geht der Teig in die Kühlung und wir holen ihn dann gleich raus, wenn wir Waffeln backen. So, wir haben unser Waffeleisen vorgeheizt und jetzt kommt unser Teig rein. Und der war in der Kühlung, der ist natürlich jetzt ein bisschen fester geworden. Kleiner Tipp an euch, wenn ihr den macht, holt den ein bisschen vorher aus der Kühlung raus. Dann geht das auch ein bisschen einfacher. Und ich drücke das mal eben kurz an. Und Sebastian tut mal ein bisschen Perlschucker drauf oder Parelschucker und den drücken wir dann mit rein in die Waffel. So, dann Waffeleisen zu, ein bisschen drücken. Da merkt man schon, der Teig geht in alle Richtungen und jetzt erstmal backen. So, dann setzen wir die Kirschen an und zwar Wok vorgeheizt, 230 Grad. Nehmen wir die Kirschen, schütten sie hier rein. Dafür muss die ganze Sache natürlich gut erstmal aufkochen, so wie wir jetzt hier sehen. Unten drunter drehen wir jetzt mal die Hitze ein bisschen hoch. Und sobald die ganze Sache einmal sprudelnd kocht, binden wir die Sache ab. So, die Kirschen sind jetzt aufgekocht. Jetzt haben wir hier eine Mischung aus Kirschsaft und Vanillepudding. Ein bisschen was von den übrigen Kirschen sind jetzt hier aufgekocht. Das rühren wir jetzt langsam rein, um so die Konsistenz ein bisschen anzudicken, damit die nicht von der Waffel runterschwuppen. Das Ganze ein bisschen vorsichtig. Nach fest kommt Pudding. So, man sieht schön, die Stärke bindet jetzt ab. Umso wärmer wie das wird. Ich finde, das langt von der Konsistenz. Das Ganze lassen wir jetzt noch kurz im Grill in dem heißen Wok ein bisschen abruhen, damit sich die Stärke bindet. Und dann nehmen wir das zu unseren Kirschen, zu unseren Waffeln mit dazu. Ja, ihr Lieben, ein Tag in der Grillakademie hier in Gründau Lieblos geht zu Ende und passend dazu mit einem Dessert. Und wenn ihr euch gerade gewundert habt, wer die komische Stimme war, der gerade die Kirschen angerührt hat, das war der Aaron hier in unserer Mitte, der Grillschulleiter hier. Und ja, wir wollten mal gucken, ob der auch was kann. Dementsprechend sollte man ein paar Kirschen kochen. Ja, also was soll ich sagen? Also das Waffelrezept, ich habe es, wie gesagt, von unserer Kundin bekommen. Und da schon mal von ihr probiert und noch nie ein Weber Waffeleisen gemacht, heute dann mal probiert und hat super geklappt. Und ich möchte sogar behaupten, besser das Rezept als das, was wir euch schon mal gezeigt haben. Ja, genau, weil an sich der Teig schön luftig, schön locker mit dem Quark,
und mit den Parelschoka heißen sie, mit den kleinen Kügelchen da eingebacken. Ist super. Solltet ihr diesen Zucker nicht bekommen, ne, weil ihr nicht so oft in den Niederlanden unterwegs seid, dann tut es mit Sicherheit auch ein anderer Zucker. Also es gibt doch diesen, wie heißt der noch? Hagelzucker. Diesen Hagelzucker, den könnt ihr selbstverständlich auch damit einbacken, das geht auch. Und solltet ihr mal in Holland im Urlaub sein, dann könnt ihr euch da, oder in Belgien könnt ihr euch da diesen Zucker kaufen. Ja, ich hoffe, der Aaron, der lässt uns nochmal hier in seiner Grillschule spielen. Also wir haben ja brav hier alles wieder aufgeräumt und ich denke mal, das war ein schöner Tag, war sehr konstruktiv, möchte ich meinen. Das Schöne ist, hier in der Grillschule, es kann uns ganz egal sein, ob es regnet, schneit, stürmt oder ob die Welt draußen untergeht. Hier ringsrum ist ein Bretterverschlag, klingt jetzt fieser als es ist, aber da kann man auch grillen, selbst wenn draußen die Welt untergeht, hier zieht schön der Rauch ab. Und uns hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, wir würden uns freuen, wenn wir irgendwann mal nochmal wiederkommen dürften, hier zu dir, in die Grillschule und ja. Kann der Aaron noch sprechen? Ja, ihr habt euch gut genommen, also definitiv, ich wollte euch erstmal ausreden lassen, ja, aber ich glaube, das schreit nach Wiederholung, war ein geiler Grilltag, mal so ein bisschen die Griller wieder beieinander. Ich denke, wir sollten das öfters wiederholen. Ich glaube, die Abonnenten würden sich auch freuen, wenn sie öfters mal hier Einblicke kriegen und öfters mal so ein paar kreative Köpfe einfach mal was zusammenmischen. Ich glaube, es wird wieder besser werden, noch besser als sonst, aber war halt echt toll, nur der Tag ist leider zu kurz. Ja. Ja, so ein Tag hat leider nur 24 Stunden, beziehungsweise wenn man die Pausen auch noch durcharbeitet, hat man 25. Aber irgendwann neigt sich so ein schöner Grilltag halt auf dem Ende. Ja, weniger Pausen. Ja, noch weniger Pausen. Oder? Wir werden sehr wahrscheinlich nochmal wieder hier hinkommen, nach Gründau lieblos. Und wir machen es dann beim nächsten Mal so, wir kündigen das mal wirklich eine Woche vorher an. Für alle, die wirklich hier in der Ecke sind, kommt doch einfach vorbei. Wir hatten heute auch ein paar Mal, die hier spontan hingekommen sind und zugeguckt haben. Kriegt einen Einblick hinter die Kulissen, kriegt dann auch immer ein Häppchen zu essen, so nicht nur das, was hinten über den Teller fällt, sondern die dürfen auch mal unsere Tellerbilder essen. Für sowas ist das ja da. Noch cooler ist es dann natürlich, wenn wir das nächste Mal ankündigen, dann fragen wir euch einfach mal, worauf habt ihr da Bock? Und dann werden wir das einfach mal grillen, dass ihr uns sagt, Mensch, wir machen das Ganze ein bisschen interaktiv. Ihr sagt uns, worauf ihr Bock hättet, wir vergrillen das hier, ihr habt ein schönes Video davon. Könnt das hier probieren, wenn ihr denn hier vorbeikommen möchtet, oder habt halt eben dann hinterher das Rezept dazu. Ja, ansonsten hoffen wir, euch hat diese Folge gefallen. Ihr gebt uns vielleicht einen Daumen nach oben, ein Gefällt mir bei Facebook und im Idealfall klickt ihr da unten auf Abonnieren und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr gerade eh da unten schaut, da findet ihr nochmal einen Link zu www.sauerländer-barbecue.de. Da haben wir das komplette Rezept und noch ein paar Hintergrundinfos auch hier zur Grillschule. Und das könnt ihr euch ganz einfach ausdrucken, indem ihr ganz unten auf der Seite auf Print klickt und dann einfach guckt, was davon ihr ausgedruckt haben wollt. Ansonsten bleibt uns nichts mehr zu sagen als vielen Dank, dass wir hier sein durften und nicht vergessen, bleibt neugierig aufs Essen. Bis zum nächsten Mal mit der Sauerländer Barbecue.